Bloggenburger in Berlin, aber eigentlich Kunst und Gemüse A. Hippler. Das war eine Produktion von Christoph Schlingensief, damals in der Volksbühne, hier unweit vom Rosenthaler Platz, wo wir gerade uns befinden. Und das war eine Produktion, wo eine ALS-Kranke mitten im Publikum lag und nur noch mit den Augen kommunizieren konnte. Und damit hat sie einen Computer gesteuert und mit dem Publikum gesprochen. Das war ziemlich beeindruckend und hat mich dazu gebracht, mich zum ersten Mal mit dieser Krankheit zu beschäftigen. Jetzt ist diese Krankheit ein Thema und normalerweise ist die Ice Bucket Challenge durch, wir wissen das alle, doch in dem Moment, wo wir uns darüber aufregen, bekommen es andere erst mit. Und deswegen habe ich mich entschieden, ich mache mit. Insofern vielen Dank, Tabea, für die Nominierung. Ich habe natürlich gespendet, beziehungsweise ich werde morgen spenden. Und jetzt geht's, weil ich kein Eisbucket habe, aber ein eiskaltes Wasserbecken hier. Da rein. Und ich bin gespannt. Also, los geht's. Mit. Hi! Und Eva-Maria Kirschschieper ist schon nominiert, deswegen, damit die Provinz es mitbekommt, Jan Thielesch in Göppingen. Ich nominiere außerdem Isa Sonnfeld von Twitter und ich nominiere Tobias Kempermann. Vielen Dank.